Wen kümmern schon frostige Temperaturen hier, wenn man zwei Flugstunden entfernt Frühlingsgefühle erleben kann? Ich sehe alt aus. Das ist aber fies, oder? Fährst du Manta? Die Jury hat einen gewaltigen Fehler gemacht. Kraftvoll zupacken. Wir schicken 5 attraktive Mädels auf der deutschen liebste Insel, um sich nicht nur in Sachen Schönheit gegenseitig einzuschätzen, sondern auch um zu beweisen, dass in einem sexy Körper auch ein gesunder Geist steckt. Beweisen wollen uns das Jessica 19, Magdalena 20, Sophia 24 Jahre alt, Sarah 21 und Tessa ebenfalls 21. Doch deren Selbsteinschätzung allein genügt uns nicht. Eine fachkundige Männerjury muss her, die hart, aber gerecht urteilt und sich auf diese schwere Aufgabe sehr freut. Der Aufgabe stellen sich Freddy, 29 Jahre alt, Alex, 34 und Steven, 27 Jahre. Die drei Herren nehmen ihre Aufgabe ernst und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Männer, neue Hot 5-Runde. Ich bin gespannt. 15 Minuten nackte Haut. Doch zunächst stellen sich die Mädels angezogen vor. Magdalena lebt in München, betreut VIPs auf Messen und sucht noch den richtigen Partner, der ihre Leidenschaft fürs Tanzen teilt. Singlefrau Jessica macht eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau und verbringt viel Zeit mit ihrem Hund. Sophia lebt in Hürth bei Köln und würde gern mal eine eigene Fernsehshow moderieren. Sarah arbeitet als Rechtsanwaltsfachangestellte und heizt beim American Football als Cheerleaderin ein. Und auch Tessa sucht noch ihren Traummann. Sie spielt gern Tennis und macht eine Ausbildung zur Eventmanagerin. Vorfreude bei der Jury. Mein erster Eindruck ist offenbar, die Mädels sind sehr sympathisch. Ja, die süßen Häschen sind so jung noch. Ich glaube, die haben noch keine Ahnung von Zickenterra. Erstmal vielleicht nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich mag deine Augen voll gern. Die sind so strahlend. Du bist so schön braun. Urlaub. Urlaub. Du hast auf jeden Fall den schönsten Hintern. Habe ich eben schon gesehen. Schön. Deine Augen sind toll. Dankeschön. Ja. Flirten hier, oder was? Doch lange hält die Harmonie nicht an. Die erste Phase der Stutenbissigkeit lässt nicht lange auf sich warten. Jessica hat eine wahnsinnig flache Brust. Ich glaube, das kommt nicht so gut an bei den Männern. Tessa hat erstmal gefärbte Haare, sie hat Extensions drin. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Sophia ist halt ein bisschen kleiner und naja, dadurch wirkt das halt alles eher ein bisschen gequetscht. Konkurrenz? Für mich keine Hinsicht. Das könnte die Jury auch anders sehen. In Runde 1 geht's um Sexappeal. Zuerst einigen sich die Mädels auf eine Reihenfolge. Ihre Augen und den Sommersprossen, das finde ich schon eigentlich total sexy. Ich würde dich auf die 1 setzen. Du hast für mich das Feuer in den Augen. Ja. Dich oder dich auf die 2. Ich würde auf die 3 gehen. Und der Rest erledigt sich von selbst. Dann geh du auf die 1. 3, 4, 5. Also damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ich denke, du gehörst auf die 5, weil dein Gesicht sehr süß ist und weniger Sexappeal hat. Also ich finde eigentlich, du gehörst auf die 5. Okay, du hast jetzt einfach so einen Zopf, finde ich jetzt nicht gerade sehr sexy. Ich finde deine Haut sehr unrein. Da guck mal als erstes hin. Dann gehe ich auf die 5. Ist das für dich dann? Ja, dann gehe ich halt auf die 4. Okay, los. So. Okay? Ja. Wenn die sich nicht entscheiden können, gehe ich freiwillig gerne auf die 5. Das ist ein Wettkampf hier und da müssen auch Makel berücksichtigt werden. Wir sind sicher, die Jury wird jeden Makel berücksichtigen, wenn sie sich jetzt auf ihre Reihenfolge einigt und das Sexappeal bewertet. Ich habe irgendwie bei der 5 so ein komisches Gefühl bei den. Ist das lange Zopf wie echt? Weil das sieht so. Ah. Vorne kurz, innen lang. Das ist aber fies, oder? Fährst du Manta? Für mich ist die 4 die 5. Was die Beine jetzt, wenn ich die Beine jetzt sehe, specki specki. Was? Bikini, also ich finde, sie hat den schönsten Busen von allen. Wenn ich jetzt mit der 2 vergleiche. Die Beine sind der Oberhammer. Die 1 hat für mich einen Wahnsinns-Bauchnabel. Jungs, schaut mal diesen Bauchnabel. Zum Thema Sex-Appeal macht mich die 2 ein bisschen mehr an, muss ich sagen. Sarah, bei dir fange ich an. Tolles Dekolleté, tolle Haare. Aber für uns hattest du ein bisschen zu viel. Ich kann es mir denken. Deswegen die 5. Danke. Ne? Tessa, du hast deine Haare sogar aufgemacht. Dafür für dich die 4. Danke. Bitte sehr. Sophia, du bleibst auf der 3 stehen. Bist echt ein positives Mädel, eine positive Erscheinung. Gefällt uns. Die 2 mit dem schönsten Bauchnabel dieser Welt. Toll. Für dich die 2. Dankeschön. Und die 1? Komm her. Komm her. Greif mal hin. Greif mal hin. Ganz warm, ne? Für dich die 1. Glückwunsch.
Ja, ich bin schon ein bisschen traurig, jetzt nochmal einen Platz nach hinten, aber vielleicht wird es in den nächsten Runden besser. Nur eine Übereinstimmung in Runde 1 ist bald da so spannend und die konkurrenzlose Sophia freut sich über ihren ersten Punkt. Doch die Konkurrenz schläft nicht und schon gar nicht in Runde 2, der Intelligenztest. Wir sind gespannt, ob sich hinter der sexy Fassade auch kluge Köpfchen verbergen. Hier erstmal die Reihenfolge der Mädchen. Ja, ich denke mal, wir gehen einfach nach hinten, wir beide, weil wir halt die Blondies hier sind. Ich finde, du gehörst auf die 1, weil du hast so einen reifen Gesichtsausdruck. Genau, würde ich auch sagen. Ja, sie ist auf jeden Fall am ältesten aus. Intelligenz hat aber nichts mit Alter zu tun. Ja, aber meistens in dem Alter hat man mehr Erfahrung, ne? Ja. In gewissen Dingen schon. Sie auf der 2. Du auf der 2. Genau. Ganz genau. Ich sehe alt aus? Also ich habe noch nichts entdecken können, was alt aussieht. Nach dem Aussehen sind wir halt vom Klischee her blond, blauäugig, blöd. Blond gleich blöd, wenn es so einfach wäre. Mal sehen, in welcher Reihenfolge die Jungs die Mädels in Sachen Grips bringen. 4 und 5. Also sie gehören auf jeden Fall auf den ersten und zweiten Platz, die beiden. Na, die sehen ja wirklich gut aus, sind blond, werden von vielen Männern angesprochen. Die müssen sich viel einfallen lassen, um die Männer wieder loszuwerden. Aber Tessa macht für mich auch einen intelligenten Eindruck. Also, Aber guck mal, jetzt die Haare pechschwarz gefärbt. Ja und? Macht das eine intelligente Frau? Wenn sie graue Haare hat? Es ist bei den ersten drei tue ich mir wirklich schwer. Vielleicht würde das mal sowas helfen, dass ihr mal vielleicht ein bisschen intelligent tut. Die 1 wird auch. Ja, geht doch. Ich würde die 3 stehen lassen. Sieht nicht allzu schlau aus. Die 2 würde ich auf die 5 setzen, die 1 auf die 4. Platz Nummer 5. Ich kann ja nichts anderes machen. Ich meine, wir haben jetzt gerade erst kennengelernt und du stehst ja schon im Bikini. Muss dir ja leider die 5 geben. Ne? Ich mache weiter mit der 4, ja, Sophia. Wir dachten irgendwie, machst du vielleicht ein bisschen zu viel Party oder so, dass du vielleicht ein bisschen zu wenig liest, aber naja, deswegen bekommst du uns die 4. Mein Studium läuft erfolgreich. Finde ich super, ehrlich. Gut, dann machen wir da 3 weiter. Sehr introvertiert, Dankeschön. Das sieht man. Und ich finde, das ein oder andere Buch mehr lesen würde nicht schaden, aber Mittelmaß, Platz 3. Kannst du mir ja dann vorlesen, ne? Ich mach das dann klar. Super. Alles klar. So, Nummer 2. Ja, eine Blondine. Erfüllt jedes Klischee, aber da steckt mehr dahinter, ne? Ja. Ist das richtig? Gut erkannt. Na, hab ich gut erkannt? Klar. Deswegen bekommst du die 2. Dankeschön. Intelligenzbestie, das sieht man sofort. Ja, wirklich. Vom Lachen, also du bist einfach perfekt, intelligent. Danke. Nummer 1. Sehr schön. Die Jury hat einen gewaltigen Fehler gemacht. Das Studium ist jetzt halt nicht mehr drin. Einmal Bikini, immer Bikini. Hätte sich mal lieber was angezogen. Wieder nur eine Übereinstimmung, alles noch drin. Magdalena bekommt Punkt Nummer 1 und teilt sich somit Sophia zunächst die Spitzenposition. Das kann sich aber schnell ändern, denn in Runde 3 geht es um den Allerwertesten. Auch der wird untereinander begutachtet und in Reihenfolge gebracht. Also ich habe schon meinen Favoriten. Ja, ich auch. Dreht euch mal. Dein Po ist auf jeden Fall der schönste. Ja, eins. Der ist auf jeden Fall. Ich gehe freiwillig auf die 5, sag ich euch direkt. Dann mein Hintern geht gar nicht. Aber auf jeden Fall auch ein bisschen wahrscheinlich. Nee. Also ich finde deinen Po mindestens auch Platz. Ich finde den auch 2. Eins oder 2. Bestimmt bei dir sogar den schöner, weil du längere Beine hast und so richtig was zum Greifen. Ja. Ich würde sagen 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich finde dich auf der 4 besser. Finde ich auch. Na, dann machen wir das so. Der Hingucker schlechthin ist anscheinend doch mein Po. Bei den Frauen wie auch bei den Männern. Ich weiß nicht, was ich auf dem 5. Platz verloren habe, aber ich vertraue ganz der Jury und ich bin mir sicher, der Platz wird sich noch ändern. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und Aufgabe der Jungs. Den geübten Augen entgeht nichts. Rundungen sind ihr Spezialgebiet. Wollen wir mal gleich bei der 1 anfangen? Danke. Okay. Das ist einfach nur lecker. Ja, okay, da haben wir uns entschieden jetzt. 2 und 3 würde ich tauschen, weil einfach die Beine da auch eine Rolle spielen. Die nehmen sich nicht, die nehmen sie nicht viel. Nicht viel, aber ich finde die 3 trotzdem erotischer, sehr glatt, schöne Haut. Vielleicht können wir erst einmal die Nummer 1 austesten lassen. Welcher Popo von den beiden knackiger ist? Weil die hat ja wirklich einen Top-Hintern, die weiß, denke ich mal, auch Bescheid. Definitiv die 2. Trotz Häkelstoff. Das glaube ich nicht. Ja, und 4 und 5? 4 und 5. Geil drauf eingegangen. Wir heben sich halt wirklich von der Masse ab. Sophia, könntest du dich ein bisschen in Pose aufstellen? Ich finde trotzdem, dass das ist schwer. Die 4 vielleicht noch ein bisschen glatteren Popo hat. So, Mädels, bitte einmal umdrehen.
Ja, und dann fangen wir auch bei der 5 an. Sophia, da bist du gelandet. Also du standst vielleicht unvorteilhaft und dein Hintern war einfach zu flach. Ja, die 4 bleibt auch stehen. Sarah, die Konkurrenz war einfach zu stark. Deswegen kommst du auf den 4. Platz, obwohl dein Hintern auch sehr schön ist. Also bei der 3 und der 2 waren wir uns nicht einig. Haben dich dann auf den 3. Platz gesetzt, weil wir doch fanden, dass die Jessica den 2. Platz verdient hat. Kommen wir zum absoluten Deluxe-Hintern. Also ist ja schon fast unverschämt, was du da hinten dran hast. An dir hat Gott schlichtweg seine Kunst verewigt und du hast die 1 verdient. Dankeschön, Steven. Aber wie Deluxe ist denn dein Hintern? Dreh dich doch mal um. Gerne. Kraftvoll zupacken. Geh mal weg. Ab. Ja, nicht schlecht. Den knackigsten Po von der Jury hatte eindeutig Frederik, aber kommt an meinen nicht dran. Ich weiß, dass ich hot bin und da brauche ich mir von der Jury nichts sagen zu lassen. Aber deren Urteil hat sie doch so vertraut. Gleich 3 knackige Übereinstimmungen beim Hinterteil und der 2. Punkt für Po-Klopferin Magdalena. Punkt Nummer 2 auch für Sophia und auch Sarah kann sich mit ihrem ersten Punkt noch Hoffnungen machen. Und jetzt wirft sie sich genauso wie die anderen in Schale, um in Runde 4 die Jungs mit ihrem Geschmack in Sachen Outfit zu begeistern. Farbenfroh treten die Mädels vor die Jury und schätzen sich zunächst selbst ein. Ich finde dein Kleid sehr schön aus, es hat so was Frisches. Ist alles schön zusammen. Du bist auf die 1. Würde ich sagen, du bist wahnsinnig schick gekleidet. Bist auf die 2? Ja, finde ich auch. Ihr habt alle ein Kleid an und seid ein bisschen schicker gekleidet. Ich hier in meinen Shorts. Also ich sehe mich auf der 5. Ich würde auf die 3 gehen, weil ich finde, mein Kleid hat ein bisschen mehr auszusagen als deins. Also für mich wärst du eigentlich auf der 3, weil es ein bisschen mehr farbenfroh, was Ausgefalleneres ist. Aber hier ist es einfach figurbetonter. Das kommt besser an. Denken, es sind Männer. Richtig, es sind Männer. Ja, die Mädels haben mich direkt alle auf Platz 1 gewählt. Ich finde das Kleid auch ganz schön. Bin mal glücklich, auch mal vorne zu stehen. Ich denke halt, ein Kleid macht mehr Eindruck, gerade bei Männern. Ob das stimmt, finden wir jetzt raus. Die Jungs freuen sich auf die anschließende Party mit den Damen. Doch bevor es losgeht, wird bewertet und die Mädels in eine Reihenfolge gebracht. Fangen wir bei der 1 an. Ich finde das Kleid, muss ich sagen, sehr schön. Es ist ein schönes Dekolleté. Ja, vor allem für den Sommer perfekt geeignet. Ja, ja, wobei ich die 2 aber genau. Auch sehr sexy finde. 2? Also sehr knapp gewagt. Würde ich auf die 1 stellen. Ja, würde ich auch. Die 3 ist für mich Wahnsinn. Sophia, könntest du dich einmal drehen? Ist ein bisschen zu viel, finde ich, aber es gefällt mir. Das passt. Kurzer Sprung auf die 4, aber ich erkenne da irgendwie, als wenn da unter dem gelben Kleidchen noch irgendwas drunter ist. Und das ist einfach Stilbruch, deswegen bleibst du auf der 4. Die 5, da gebe ich keinen Kommentar ab. Das ist eine wunderschöne Frau, aber sie hat sich zu langweilig angezogen. Mir wäre lieber nackt. Mädels, wir kommen zum Outfit und ich fange hinten an. Es tut mir leid, aber deine Konkurrenz sehen sehr einen Tick besser aus. Deswegen kommst du die 5 von uns. So, meine Magdalena. Dein Outfit sieht super aus, aber warum ziehst du denn da was drunter? Deswegen bleibst du stehen auf der 4. Nummer 3 wird die 1. Sommer nicht wunderbar. Wir dachten uns aber irgendwie, dass deine Konkurrentin in Schwarz noch einen Tick besser aussehen. Deswegen kommst du auf die 3. Danke. Alles klar. Würdest du so in die Oper gehen? Ich gehe auch in den Disco so. Gewagt, mutig, deswegen kommst du auf die 2. Ein Platz nach vorne. Danke. Die Königin der Nacht heute. Die Kette, Outfit tiptop, deswegen die 1. Dankeschön. Ganz entscheidend ist natürlich, wer hat sich den Gesamtsieg geholt? Unglaubliche 3 Punkte. Meine Magdalena hat das Ding geholt, deswegen Glückwunsch. Danke. Hast du dir verdient. Da haben die anderen wohl Pech gehabt. Diese Jury ist einfach die beste. Cheers! Hey, Prost! Ne?